Willkommen zurück zu Stardew Valley. Dein Apfelbaum konnte letzte Nacht nicht wachsen. Angeblich gibt es schon einen Schuldigen. Johann, zeig mal, was hast du angerichtet? Mal sehen, ich muss erstmal fernsehen. Konrad flötet heftig. Oh, eine Cutscene. Guten Morgen. Ja, moin. Das war ein wirklich netter Spaziergang. Ich habe diesen alten Hof schon lange nicht mehr gesehen. Er sieht noch besser aus als in meiner Erinnerung. Da musst du dich bei Timo bedanken, nicht bei mir. Hier, ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Es ist ein Geschenk von einem Gärtner zum nächsten. Was ist das? Gartentopf! Du hast einen Gartentopf erhalten. Diese Töpfe sind wirklich praktisch. Du kannst damit zu beliebigen Zeiten im Haus Pflanzen heranziehen. Und auch draußen sehen sie nett aus. Dort kannst du aber nur der Saison entsprechende Pflanzen pflanzen. Wenn du noch mehr brauchst, kannst du leicht selber welche machen. Hier, ich habe einen alten Zeitungsartikel mit der Anweisung. Du hast gelernt, wie man einen Gartentopf herstellt. Nice. Ich gehe dann mal lieber. George wird mürrisch, wenn er seinen Haferbrei nicht rechtzeitig kriegt. Hab noch einen schönen Tag. Danke. Ich stell mal den Topf ins Haus. Alex, wie geht es dir? Ich hoffe, der Winter war nicht zu hart für dich. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich ein wenig Hartholz zu bitten. Ich brauche etwa 10 Stück, wenn du so viele hast. Wenn nicht, auch kein Problem. Pass auf dich auf. Ja, easy, Alter. Ich habe doch hunderte gehackt. Ist gerade leider besetzt hier die Kiste. So, also du hast da dieses komische Skelettding da aufgebaut, Johann, oder was? Und das hast du neben den Apfelbaum gestellt. Jetzt habe ich sie wieder aufgebaut. Das steht auf jeden Fall jetzt nicht im Weg rum. Neben meinen schönen Apfelbaum, aber hast du es nicht irgendwo anders hingestellt, wo es die Leute nicht beim Wachsen. Ich dachte, das wäre kein Baum, den du da gepflanzt hast. Das sah ja nach gar nichts aus. Wie, das. Hä? Mega der Baum. Ja, ja, das war da nur so ein kleiner Busch. Ich dachte, das wird nichts mehr. So, wie gesagt. Mein Fehler. Ach Mist, hier ist immer noch nicht erntefertig. Nee, das funktioniert nicht, da kommen später noch Bäume hin. Jetzt habe ich diesen ollen Gartentopf, was pflanzen wir denn da mal drin ein? Irgendeine Saat haben wir bestimmt noch. Rote Bombe. Johann? Johann? Was? Ich brauche 2 rote Bomben. Sind das Megabomben? Das sind Megabomben. Kannst du mir die geben? Muss man erstmal gucken, ob ich die bauen kann. Hä, du bist halt Level 10, oder nicht? Oh, ich brauch die mehr. Achso, Golderz. Ja, warte, ich baue dir gleich ein paar. Brauch genau 2. So, wie viel brauchst du? 2. 2, okay. Ich habe jetzt 10 gebaut. Oh. Warte, ich pack sie mal in die Erzkiste, ja? Ja, ja, ja. So. Ah, ich habe noch Iridiumbarren, fällt mir gerade auf. So, ich dünge jetzt mal Timos lustige Bäume, die er hier überall ausgesät hat. Damit die auch mal wachsen. Oh, das Schattenhuhn ist groß. So, mehr Bäume sehe ich gerade nicht. Megabombe. Füll den einen Teich. Dann gucken wir nochmal flott den Tatort. Die Königin der Soßen grüßt euch mal wieder aus dem fernen Fernsehen. Kürbiskuchen. In meinem Haus ist es Tradition, während des Festmahls zum Winterstern einen Kürbiskuchen zu essen. Die Jahreszeit ist ohne diesen wundervollen Geschmack, der nur mit den feinsten, frisch geernteten Kürbissen erreicht werden kann, einfach nicht komplett. Ein wenig Muskat, Zimt und Nelke wird dich umhauen und in ein Land voll Gold und Purpur entführen. Du hast gelernt, wie man Kürbiskuchen macht. Wie macht man einen Kürbiskuchen? Oh, vielleicht stehe ich mich mal ein bisschen beiseite. Achso, da muss ich gucken, ne?
Kürbiskuchen, Alter, wo bist du denn? Nee, nee. Was könnte denn hier von Kürbiskuchen sein? Das ist auch keiner, nicht? Bauernmahlzeit, nee. Kürbiskuchen, Kürbis, Weizenmehl, Milch, Zucker. Haben wir Milch, Manu? Musst du mal gucken, kann sein, dass ich die gerade verpresst hab. No! Falsches Haus. Wo treibt sich Robin eigentlich rum? Teichbar. Wo? Haben wir noch mehr Teich. Milch, Manu? Hast du überhaupt Teich? Haben wir noch mehr Milch? Nee. Brauch echt dringend Milch. Ja, richtig dringend. Ja, wirklich. Wieso? Kürbiskuchen machen. Für wen? Fürs Wichteln. Ja, morgen gibt's Milch. Morgen erst? Ja, ich hab heute schon gemolken. Aber ich brauche jetzt welche. Tja, hättest du mir vorher sagen müssen. Und Robin baut den Teich, oder was? Ja, Robin, wie sollen wir dir denn dann Hartholz geben? Was ist denn los mit dir? So will das aber nix. Nee. Wie kommen wir hier angerannt mit dem Hartholz? Wäre die lustig. Klappt nicht, ha? Konrad, sag mal, kann das sein, dass du vergessen hast, hier zu düngen? Da ist ja alles überhaupt nicht im Wachstum. Oder hast du heute neu gepflanzt? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, der kümmert sich nicht. Still. Was du denn da gerade? Ich sammle die Saaten hier auf dem Weg rumstehen. Ja. Konrad kümmert sich immer nicht. Und dann werde ich sie nochmal düngen. Hast du denn das Erz zusammengekriegt, Efi? Oh, dass du mich daran erinnerst. Ich wohne nochmal in die Mine. Ich habe jetzt auch endlich meine 10 Schleime besiegt, die Adventurers Guild. Sehr gut, Timo. Vielleicht den nächsten Auftrag bekomme ich so Level 40 der Mine schafft. So, musst du nur hingehen. Genau, habe ich jetzt auch gemacht. Und ratet, was ich jetzt machen soll. Level 100. Nee, den Grund. Den Grund. Und den habe ich auch geschafft, wenn ich das gekriegt habe. So schnell. So schnell. Unfassbar. Spuren? Ja, du hast gerade so weiße Fußspuren irgendwie gemacht. Ah ja. Okay. Ein bisschen Schnee von draußen mit reingebracht. Ja. Aber ich muss die Adventures Guild überhaupt noch betreten. Wo ist die nochmal? Hat die offen? Bis 22 Uhr hat die geöffnet. Heute. Ach ja, die hat immer erst so spät offen gehabt, deswegen bin ich nicht hingegangen. Oh, Maus! Grrr! Mit wem muss ich denn hier reden? Mit Gil. Und mit Marlon. Na, viel mehr Möglichkeiten gibt's auch nicht. Das ist wohl wahr.
haben wir denn noch dabei jetzt? So. Vielleicht. Mal gucken. Das können wir mal ausprobieren. Was denn? Ja, das ist eine Idee. Na, was hast du wieder für Schabernack im Sinn? Ja, genau. Wie kann ich diese Gilde betreten? Durch die Eingangstür vorne. Und dann ist der Quest erledigt? Ich weiß nicht, was der Quest ist. Ich habe keinen neuen bekommen. Verrückt, oder? Oh, ist ja schon spät. Na, heiß. So, haha, warte, man kriegt auch Freundschaftspunkte, wenn man mit den Leuten redet. Am Boden zu schlafen ist gut für meinen Rücken. Mhm. So sieht's aus, Bruder. So, was haben wir hier? Hier war doch noch die Kette irgendwo. Wie sollen wir die eigentlich finden? Welche Kette? Na, die, weißt du? Johanns Lieblingskette? Ich glaube, Johanns Lieblingskette. Winter nicht. Wie, das geht im Winter nicht? Aber ich habe doch den Hinweis im Winter gefunden. Mal auf dem Weg nach Hause. Oh Gott, jetzt. Leute, guckt mal ganz kurz weg, bitte. Ich teste das nur, um zu sehen, ob es geht. Ein Glück, es geht nicht. Hä? Was hast du gemacht? Guckt, ob ich um 23 Uhr in Marus Schlafzimmer reingehen kann, ohne mit ihr befreundet zu sein. Aus irgendeinem Grund geht es ja tagsüber. Oh Gott, kommt ja nicht. Was passiert da? Platzt auf einmal alles. Ah, ist ja schon fast wieder Mitternacht. Wahnsinn! Fledermaus, lass mich in Ruhe. Wir machen einen Deal. Du gehst mir nicht auf den Sack und ich töte dich nicht. Ein Krobus! Kupferbarren gedroppt. Klar, da was gedroppt. Droppen die nicht immer was? So, in wessen Haus schlafe ich denn heute mal? Hier vielleicht. Hallo, gemischte Saat. Krass, das war mal wieder eine Woche im Winter. Wir haben das Gewächshaus freigeschaltet, weil man auf dem Nachtmarkt Trüffelöl kaufen konnte und Timo dran gedacht hat, das auch noch zu tun. Unfassbar. Und jetzt haben wir ganz viele Obstbäume, die bald Früchte tragen werden. Da freue ich mich schon drauf. Juhu. Sehr gut. Wer wird denn heute ohnmächtig? Ich bin noch gar nicht an dem Bett. Gerade so, Efi, gerade so. Ich hatte noch eine halbe Stunde Zeit. Ja, das war ja noch nicht mal knapp für deine Verhältnisse. Das stimmt. Gut, dann geht's morgen mit der letzten Winterwoche des ersten Jahres weiter. Und dann, ich bin schon sehr gespannt, was auf den Winter folgt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.